Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch mal mitgenommen zum Gymnastikspringen und genau, der Hof ist sehr, sehr voll, deswegen werde ich wohl nichts vom Fertigmachen filmen, weil es einfach viel zu laut ist und dann werden auch immer Leute durchs Bild rennen und so weiter und so fort. Deswegen springen wir jetzt einfach mal ganz direkt zu den Reitaufnahmen. Und da gibt es gar nicht so viel zu sagen, glaube ich. Ich werde Rubin, ja, also ich bin gerade erst gekommen. Deswegen weiß ich gar nicht genau, ob es viel zu sagen gibt. Das kann ich euch dann nachher, nach dem Reiten, nochmal entweder bestätigen oder nicht bestätigen. Aber ich plane einfach erstmal warm zu reiten. Huch, warm zu reiten. Und dann hatte ich mir vorgestellt, ich könnte einen In-Out aufbauen und noch irgendwie ein Kreuz und vielleicht eine Stange irgendwie so zum Drüberreiten und vielleicht Galoppwechsel üben. Ja, irgendwie sowas fällt mir ein. Bestimmt. Gestern hätten wir eigentlich unser erstes Turnier der Saison gehabt, aber es war einfach so kalt, dass ich keinem zumuten konnte, als TT mit mir mitzufahren. Es hatte auch keiner so richtig Bock und das kann ich voll verstehen. Heute ist es viel schöner. Wäre ich heute dran gewesen mit meiner Prüfung, wären wir auch gefahren, weil wir haben irgendwie 5 Grad plus oder so, also fast schon Hitze im Vergleich zu der letzten Woche. Und ja, ich werde jetzt reingehen, fertig machen. Auf meine Freundin warten, weil die wollte eigentlich mitspringen. Aber sie hat auch gesagt, sie möchte gerne ausreiten. Also mal gucken, wohin es uns heute verschlägt. Ob ins Gelände oder ausreiten. Ins Gelände oder ausreiten. Ob ins Gelände oder in die Halle. Vielleicht machen wir auch einfach beides. Das wäre mein Favorit. Also erst ein bisschen springen und dann irgendwie ausreiten. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich bei dem Reiten wieder. Egal wo, egal wie. Wir sehen uns. Und danach melde ich mich nochmal kurz zu Wort. So, jetzt bin ich sogar schon wieder zu Hause. Ich habe total vergessen, am Stall noch den Abschluss zu filmen. Aber, also ich kann so viel sagen, springen wir gut, springen wir sehr gut. Und ja, ich weiß nicht, oh, ich habe hier sogar noch Reithallendreck unter der Brille. Ja, für mehr Realität auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das auch gefilmt wurde. Einmal waren wir so ein bisschen unter Tempo über das Kreuz gekommen. Und dann wollte ich ihn sogar rausreiten aus der Kombination, weil ich dachte so, naja, mit einem Steigbügel und oh, er wäre sogar gesprungen. Also er wäre tatsächlich noch gesprungen. Ich habe ihn dann rausgeritten und danach ist er aber auch ganz normal wieder gesprungen. Und ja, es war total toll. Wir haben auch diesen einen Sprung mit dem Ball, haben wir noch nie gemacht. Und er ist da einfach drüber gesprungen und gar nichts Schlechtes heute sagen. Wir waren auch noch schön ausreiten bei dem Wetter ein bisschen, haben
mit einer ganz lieben Stallkollegin gequatscht. Und ja, heute war ein sehr, sehr schöner Sonntag. Ich bin lange geritten, ich bin viel Schritt geritten, aber auch. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Und in der Infobox seht ihr jetzt noch den Kanal von einer guten Freundin von mir. Der ist noch relativ klein und genau, ich wollte einfach mal auf ihn aufmerksam machen. Deswegen unten in der Videobeschreibung, also hier so unten, da unten seht ihr dann einen Kanal von einer Freundin, ein Equi-Team heißt der Kanal. Genau, da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeigucken, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten sage ich erstmal ciao und bis zur nächsten Woche.